Ich hatte mal 18, ich würde eigentlich auch ganz gerne wieder auf 18 kommen irgendwann, aber ich mache mir da keinen Stress. Ich nehme nur die, die wirklich gut sind und ich achte auf ganz viele Sachen. Zum Beispiel Mouthbreather ist nicht so toll. Der braucht nämlich tatsächlich deutlich mehr Sauerstoff. Hallo und willkommen zurück zu Oxygen Not Included. Ich habe schon wieder eine komplett neue Kolonie für euch. Ich kann einfach nicht aufhören. Und ja, es gibt unglaublich viel, was ich euch jetzt mal zeigen kann. Ich habe alles Mögliche deutlich anders gebaut als sonst. Wir sind jetzt bei 57 Stress. Wir sind in Cycle 164, das heißt, wir sind schon ziemlich weit fortgeschritten. Man sieht es auch ganz gut. Das hier ist im Prinzip unsere Base. Und ich habe jetzt einigermaßen rausgefunden, wie das hier funktioniert mit dem Stresslevel. Man kann ja unter Vitals nachschauen, was die so haben. Und da gibt es eigentlich, glaube ich, nur drei Sachen ungefähr, die problematisch sind. Das ist einmal Contaminated Water. Wenn sie da reingehen, dann gibt es Probleme. Genauso Decor natürlich. Die haben alle unterschiedliche Decor-Expectations. Da muss man unbedingt drauf schauen, wenn man neue Duplicants herstellt. Und dann gibt es halt, was gibt es noch? Das sind eigentlich so die beiden Hauptsachen. Und dann gibt es noch genau gestörten Schlaf. Das ist auch noch so eine Sache. Relaxing, okay. Das habe ich noch nie gesehen vorher. Der braucht wohl auch mal eine Pause zwischendrin. Also man sieht jedes Mal, wenn man nachschaut, sieht man wieder was Neues. Also das hatte ich ganz selten, dieses Relaxing. Der braucht wohl einfach eine Pause hin und wieder. Isamu, können wir mal hier auf die Liege legen? Vielleicht geht es ihm dann besser. Der hat sogar schon eine. Na gut. Ich habe also sechs Liegen hier stehen, sechs Massagetische. Und wenn es hier irgendwie Probleme gibt, dann schmeiße ich die Leute auf die Tische und dann geht es ihnen gleich wieder besser. Und das Wichtigste ist eigentlich, dass man die ganze Zeit darauf achtet hier, dass man Algen hat, dass man Slime hat, um Algen herzustellen, dass man genug Kohle hat, um hier Energie zu erzeugen. Da haben wir Mengen von. Unglaublich. Ich stelle trotzdem immer nur einen Coal Generator hin, weil der sowieso alles aufbraucht mit der Zeit. Also ich habe es noch nicht geschafft, zwei durchgehend laufen zu lassen. Was auch wichtig ist, ist Filtration. Da hat man aber immer genug eigentlich, hatte ich nie Probleme. Und Fertilizer natürlich hatte ich bis jetzt auch immer genug, damit wir hier wieder Nahrung anpflanzen können. Wir haben viel zu viel Nahrung. Das liegt hauptsächlich daran, dass ich mal mehr Leute hatte. Wir haben jetzt im Moment wieder 15. Und im Laufe des Spiels sind mir einige gestorben. Zum Beispiel Max, Brady, Mai, Sadie, Dan, Nicola, Jasper, Ruby, Jack, Suki, Yvette, Vernon und Lea sind mir alle schon gestorben. Ich lasse das Spiel fast immer auf maximale Geschwindigkeit laufen. Und die machen einfach so dämliche Sachen die ganze Zeit. Das ist unvorstellbar. Wenn man die irgendwo was abbauen lässt, dann muss man das immer überwachen, permanent, weil die dann einfach, ja, wenn man denen sagt, sie sollen hier irgendwo in den Felsen reinbauen, dann bauen die alles hinter sich ab, bis vorne hin, stellen sich dann auf die äußerste Spitze vorne hin, bauen die ganzen Sachen hinter sich ab und reißen praktisch die Brücken ein, wo sie wieder rauskommen könnten oder so. Selbst wenn man da wirklich drauf achtet, immer Böden reinzieht und Leitern und so, dann passiert manchmal irgendwas und die ersticken dann recht schnell. Ihr seht es, wir hier schon ziemlich weit rausgebaut haben, in alle Richtungen, nach oben genauso wie nach unten. Das ist super wichtig wegen den Gasen. Wir haben hier jetzt fast nur noch Contaminated Oxygen, kaum noch Chlorin drin, weil das Chlorin immer absinkt. Das hier dürfte. Wo ist denn das ganze Chlorin hin? Das ist alles Chlorin. Okay, da ist auch ein bisschen Chlorin. Das. Ja, die Reihenfolge ist einfach hier: Carbon Dioxide, also CO2, sinkt ganz runter. Oh, wir müssen mal den Airscrubber hier umstellen, wie es aussieht. Machen wir kurz aus. Disable. Das funktioniert super gut mit einem Airscrubber. Ich habe da gar keine Probleme mehr. Ich weiß nicht, wieso ich da sonst immer so Probleme hatte. Der entfernt hier das ganze CO2. Und der scheint auch zu funktionieren, wenn kein CO2 direkt in der Umgebung ist. Also der hat hier immer noch CO2 entfernt scheinbar, obwohl der hier oben im Chlorin drin steht. Also ziemlich cool. Funktioniert ganz gut. Und das Chlorin ist dann die nächste Stufe über dem CO2. Und dann darüber kommt erstmal Sauerstoff. Und über dem Sauerstoff kommt dann eben dieses Hydrogen. Und Contaminated Oxygen und normales Oxygen verteilt sich eigentlich gleichmäßig. Da gibt es keine Unterschiede. Genau, das ist alles Contaminated Oxygen. Ist jetzt nicht super problematisch. Ich hatte mal eine Phase, wo das alles kontaminiert war. Da sind die Leute teilweise krank geworden. Das sieht man so in einem ziemlich deutlichen Effekt. Die scheinen dann so zu schwitzen oder sowas. Dann sieht man sofort, dass die krank sind. Und das ist natürlich dann nicht so toll. Dann arbeiten die nicht ganz so effizient und so.
Aber ist jetzt auch nicht super tragisch. Deswegen habe ich hier so ein paar Reinigungsgeräte zu den Betten hingestellt und so, und das scheint komplett auszureichen. Die haben jetzt keine Probleme mehr. Ja, und ich habe hier lauter komische Sachen gebaut. Hier hatte ich mal so ein kleines Wasserreservoir für Frischwasser, weil die immer so schlecht gelaunt waren und überall hingekotzt haben. Musste ich da so dieses Wasserreservoir schließen. Das ist mein Hauptwasser, Frischwasserreservoir. Ihr seht schon, das Wasser geht langsam aus. Das ist eigentlich so eine der tragischeren Sachen im Moment. Deswegen habe ich das komplett geschlossen und habe hier oben noch so ein Frischwasserreservoir hingemacht, damit die sich Wasser zum Essen machen holen konnten, weil die hier ständig in die Wasserreservoire reinkotzen. Da muss man also ein bisschen aufpassen. Genau. Wasser ist super wichtig. Wasser nutzen wir, um Sauerstoff herzustellen. Hier haben wir einen stehen, der das macht. Hier haben wir einen Electrolyzer stehen, der das macht. Oben haben wir zwei stehen. Hier steht einer und da steht einer. Genau. Dann habe ich jetzt alles so ein bisschen... Genau, mit dem Wasserpumpen mache ich das jetzt komplett anders. Ich habe das ja immer so gemacht, dass ich diese ganzen Dinge aufgebohrt habe und das Wasser dann versucht habe, so zusammenzuleiten. Das habe ich hier zum Beispiel gemacht. Das habe ich angebohrt, ist dann hier rausgelaufen. Da war was drin, das habe ich angebohrt, ist alles hier runtergelaufen. Da verliert man unglaublich viel Wasser, das verteilt sich hier überall. Und ja, das fließt dann hier überall drüber und da ist auch überall was. Und das ist eine Riesenverschwendung. Das würde ich nie wieder machen, sondern ich mache das jetzt immer so, dass ich da rangehe, das hier oben öffne und dann hier eine Pumpe reinstelle und das dann rauspumpe. Da muss man natürlich unglaublich viel Rohre und Kabel verlegen, aber ich denke, das ist die beste Lösung. Vor allem, weil Wasser auch das kostbarste überhaupt ist. Das sollte man nicht verschwenden. Genau, hier unten haben wir, glaube ich, noch einiges an Wasser. Genau, das ist auch schon fast leer. Also, da kriegen wir gerade Probleme. Das ist was, wo ich mich unbedingt drum kümmern muss, weil die Wasserversorgung hier natürlich unseren Electrolyzer betreibt und den Air Scrubber und so weiter. Wasser haben wir hier. So, das wollte ich eigentlich sehen. Im Moment reicht es aber noch aus, also das ist alles voll hier. Wir haben, glaube ich, eher zu viel Frischwasser im Moment. Also ihr seht die ganzen Rohre. Das ist, glaube ich, so das größte Problem an dem Spiel im Moment. Die ganzen Wasser und Gase und so weiter in den Rohren, die scheinen das Spiel ziemlich zu verlangsamen. Also wenn man hier dieses Interface anmacht, dann fängt es an zu laggen und... Das ist auch immer so ein bisschen problematisch. Das darf man nicht zu kompliziert bauen. Geschlossene Kreisläufe funktionieren nie. Das kann man sich gleich sparen. Also, das klappt nicht. Ich habe hier einen Wasserkreislauf mit Frischwasser, der hier Frischwasser hochführt. Also ist kein Kreislauf, ist ein offener Kreislauf. Ne? Also kein Kreislauf. Und die Dusche versorgt, die Klos versorgt. Das Klo hier funktioniert nicht mehr. Das könnte ich theoretisch rausreißen. Das benutzen sie nicht mehr, deswegen habe ich hier unten noch eins hingestellt, das benutzen sie jetzt wieder. Also so kleinere Bugs hat man halt ständig mit dieser Wasserversorgung eigentlich. Das ist das Einzige, was nicht gescheit funktioniert. Und das Dreckwasser fließt dann hier hoch und in diesen Water Purifier, der das dann wieder zurückpumpt in dieses Wasserbecken und in die beiden Oxidizer rein. Genau, das ist eigentlich alles. Hier kommt auch so ein bisschen Dreckwasser aus den Distillern raus und aus den hier unten natürlich auch. Also... Das ist so mein Wasserkreislauf. Ich werde dann hier von oben jetzt Wasser abzapfen und das hier reinpumpen. Und dann werde ich die Pumpe hier wieder anschmeißen, damit die hier unten meine ganzen Geräte versorgt. Weil von hier unten kein Wasser mehr nachkommt. Ne? Da ist unser Wasserreservoir jetzt leer. Super wichtig. Wasser und Algen sind, glaube ich, so die wichtigsten Ressourcen. Da muss man unbedingt darauf achten, dass man immer genug hat. Natürlich auch Essen. Da haben wir im Moment sowieso genug von. Gehen wir hier so ein bisschen abbauen und so. Ich vergebe jetzt inzwischen immer Prioritäten. Die haben unglaublich viel zu tun. Und so funktioniert es eigentlich auch ganz gut mit diesem Stresslevel. Ich mache das so, dass ich die normalen Arbeiten eigentlich immer auf 5 lasse, auf normaler Standardpriorität. Alles, was mir nicht so wirklich wichtig ist, das hätte ich jetzt auch nicht so hoch setzen müssen. Meistens setze ich das auf 6 oder so, dass die das dann auch machen. Und wenn ich hier draußen irgendwas mache, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, wir brauchen wieder Wasser... Und ich bohre dann irgendwas an. Hier gibt es aber nicht mehr viel. Okay, sagen wir, ich stelle hier eine Pumpe rein und verlege dann Rohre zurück und pumpe das Wasser in die Base. Das setze ich dann alles auf Priorität 7, damit die das sofort machen und hier nicht, sich nicht zu lange hier draußen aufhalten. Das ist echt das Wichtigste. Weil dann werden sie wieder schlecht gelaunt, weil hier die Umgebung nicht so schön ist. Und im schlimmsten Fall sogar überall so ein bisschen Wasser. Also Dreckwasser und sowas. Das ist gar nicht gut, das mögen die nicht. Deswegen lasse ich die das dann schnell machen, damit es abgearbeitet ist. Und dann lasse ich sie hier wieder in der Base rumlaufen, dass sie sich so ein bisschen, dass sie ein bisschen chillen und sich beruhigen können. Und dann funktioniert das super gut mit dem Stresslevel. Also ich habe eigentlich überhaupt kein Problem mehr mit Stress. Brainin, was ist mit dir los?
kommt's auf den Tisch. So. Im Normalfall habe ich da keine Probleme mehr, es sei denn, ich baue halt einfach zu viel. Hydrogen ist eine super Sache, das sammelt sich jetzt alles da oben, ist unsere, so ungefähr die Hälfte unserer Stromversorgung. Ist also super, super wichtig. Ich habe hier überall Wege durchgebaut, dass das Gas da durchkommt und sich entsprechend verteilen kann, so wie wir das wollen. Auf beiden Seiten habe ich so Leitern durchgebaut, das ist super wichtig, dass man überall Gänge schafft. Ich habe auch hier die Seiten mit diesen Gas-Permeable Tiles gemacht. Und habe hier dann natürlich überall die Oxidizer drinstehen und so, damit die hier Sauerstoff direkt reinpumpen und alles andere möglichst nach draußen rausgeht. So ist der Plan. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Hier ist ein bisschen, was ist das? Ja, CO2 mit drin. Das ist nicht so schön, aber die sollten alle einigermaßen schlafen können. Das hier ist alles Contaminated Oxygen, das heißt, die können schlafen, das ist kein Problem. Genau, hier unten haben wir auch überall Contaminated Oxygen, hauptsächlich wegen den beiden Dingern, wegen dem Komposthaufen und so. Da sammelt sich das einfach hier an. Ich habe da zwar so einen Deodorizer stehen, aber der macht seine Arbeit nicht wirklich gut. Man sollte nicht zu viele davon hinstellen, weil die immer mit Sand versorgt werden müssen. Das ist halt einfach zusätzliche Arbeit. Genau. Ich hatte mal 18. Ich würde eigentlich auch ganz gerne wieder auf 18 kommen irgendwann, aber ich mache mir da keinen Stress. Ich nehme nur die, die wirklich gut sind und ich achte auf ganz viele Sachen. Zum Beispiel Mouth Breather ist nicht so toll. Der braucht nämlich tatsächlich deutlich mehr Sauerstoff und eher nicht. Das ist in Ordnung, das ist eigentlich vollkommen egal. Gastrophobia ist eigentlich auch egal. Wir haben ja schon einen Koch. Worauf ich noch achte, sind die Core Expectations. 15, nicht so cool, eher nicht. Alles andere hier, Stress Response, ist mir eigentlich auch egal, was die machen. Die sollen möglichst nicht gestresst sein. Und wenn sie es sind, dann ist mir egal, ob die jetzt irgendwo hinkotzen oder irgendwas kaputt machen. Ist beides nicht so toll. Also der hier hat Digging, das ist super gut. Wäre auf jeden Fall interessant. Die Core Expectations sind nicht so toll, das ist nicht so toll, deswegen nehme ich einfach keinen. So, Reject All. Dann dauert es einfach wieder... Okay, in diesem Fall nur 300 Sekunden und dann kriegen wir schon mal die nächste Auswahl. Also da sollte man sich wirklich keinen Stress machen. Und wenn man auf normalen Geschwindigkeiten spielt, also Medium oder Normal, dann sterben die Leute eigentlich auch nicht. Dann merkt man, dass rechtzeitig ist, was los ist. Wenn ich halt mal ein paar Sekunden wegschaue auf der maximalen Geschwindigkeit, dann passiert halt einfach was und dann verliert man Leute. Und meistens immer gleich mehrere. Also, ja, kommt einfach vor. Ist ein bisschen schade, weil die nämlich richtig gut leveln. Man sieht es vielleicht ganz gut an den... an der Power Generation. Da habe ich diverse Leute, die hier auf 30 sind. 25, 21, 30, 30. Das sind Werte, die man natürlich so nicht kriegt. 30 scheint das Maximum zu sein. Das ist also alles, was die sich selber hochgelevelt haben. Super cool. Und ich habe auch 4 von den Rädern stehen, die regelmäßig betrieben werden hier. Ich habe hier 3 Batterien stehen. Das sind, glaube ich, alle, die ich habe. Wenn ich nicht irgendwo eine vergessen habe. Und die sind jetzt halb voll. Das heißt, die springen gleich wieder in die Räder und pumpen da wieder ordentlich Energie da rein. Und wir sind eigentlich auch ziemlich energieeffizient. Da die Wasserpumpe hier unten ausgefallen ist, brauchen wir eigentlich im Moment auch gar keine Energie mehr. Der Scrubber ist auch wieder aus. Wir haben also kaum noch was laufen. Was braucht hier Energie? Die Kühlschränke natürlich. Also ein paar Kleinigkeiten. Der Water Purifier läuft hin und wieder. Und die Electrolyzer. Aber das braucht alles nicht so super viel Energie. Die Gas Pump mache ich zwischendrin immer mal wieder aus, weil wir gar nicht so viel Hydrogen erzeugen, wie wir hier verarbeiten könnten. Aber es läuft auf jeden Fall ganz gut so. Wir sind jetzt Cycle 165 und es sieht so aus, als könnten wir hier noch sehr lange durchhalten. Wir sind jetzt bei 27 Stresslevel, also Brandon hat sich auch so ein bisschen beruhigt. Super cool. Ja, so sieht es hier aus jetzt im Moment. Alles sehr schön. Das ist nicht so schön. Und ich schaue auch, dass ich hier an den Leitern, die öfter benutzt werden, so Bilder aufhänge, damit es wenigstens nicht ganz so scheußlich aussieht. Die Rohre sind natürlich eine Katastrophe hier. Und ja, muss man so ein bisschen gucken. Auf jeden Fall alle Rohre, Wasserleitung und so weiter in den Mauern verstecken. Hier sollte ich auch mal eine Mauer durchziehen, dann wird es hier deutlich schöner. Hier oben habe ich den Plan, das zu tun. Ich möchte dann die ganzen Rohre und so hier hochlegen. Rohre und Stromkabel einfach hier rein verstecken, damit wir die nicht mehr in der Mitte irgendwo haben. Weil die sehen einfach scheußlich aus, man sieht es hier. Leitern, die man nicht mehr braucht, unbedingt abreißen, die sehen auch nicht schön aus. Die müssen auf jeden Fall wieder raus. Lauter so Kleinigkeiten. Finde ich jetzt alles langsam raus. Man kann hier auch...
Ja, man kann hier zum Beispiel das Decor-Overlay anwählen und dann steht hier genau da, was da eigentlich los ist. Also man muss einfach nur die ganzen Tooltips lesen. Das ist halt immer eine halbe Seite zu lesen. Aber da steht auch wirklich fast alles mit drin, was so interessant ist. Also man sieht genau, was da in diesem kleinen Abschnitt, auf dem man da gerade schaut, in diesem kleinen Quadrat so läuft, was da alles an Rohren verbaut ist und so weiter. Man kann es auch einzeln auswählen. Wenn ich jetzt hier draufklicke, dann... Genau, gehen wir mal auf Plumbing Overlay. Wenn ich dann hier draufklicke, dann habe ich automatisch immer die Pipes ausgewählt, kann die deconstructen. Das ist ein bisschen unpraktisch, wenn man die dann einzeln deconstructen muss. Aber man kann die auch so deconstructen zum Beispiel und muss nicht hier in dem Overlay deconstruct klicken, sodass alles abgebaut wird. Es gibt schon einige Möglichkeiten, auch wenn das alles nicht so super praktisch zu bedienen ist. Genau. So, wir haben 110 Kalorien, 110.000. Das sollte ziemlich lange reichen. Schauen wir mal, wie sich das so weiterentwickelt. Als nächstes möchte ich eigentlich hier oben dann mal eine Pumpe reinstellen. Wir brauchen ja jetzt wieder Wasser. Das heißt, wir gehen hier mal in Plumbing. So. Liquid Pump. Stellen die hier unten rein. So. Brauchen wir natürlich noch eine Leiter. Bis hier runter. Und dann müssen wir die ganzen Kabel und so weiter verlegen. Ja, das kann ich hier noch nicht wirklich machen. Das heißt, ich lege die einfach hier oben weiter. So. Ich möchte die eigentlich hier in die Wand hochlegen, wie gesagt, aber ich möchte hier nicht weiter ausbaggern, weil dann wahrscheinlich das Wasser hier das Wasserreservoir aufbricht und es eine Riesensauerei gibt. Das Risiko gehen wir nicht ein. Wir machen das jetzt so. Plumbing, Liquid Pipe, mit einem Riesenaufwand. Da müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Das hier ist unsere Frischwasserleitung hier unten. Da wollen wir hin. Ich denke, ich lege das auf jeden Fall hier hin. Das ist ein guter Trick, wenn man das einfach mit der W-Taste hier den gesamten Bildschirm bewegt. Dann nehmen wir mal das Rohr raus. Liquid Pipe, Deconstruct. Brauchen wir nicht mehr. Also ich habe überall Rohre und Kabel, die nicht mehr benötigt werden. Es fällt einfach mit der Zeit so an. Das kann man eigentlich gar nicht verhindern. Und dann stelle ich den Water Purifier direkt hier oben hin. So. Und pumpe hier dann das saubere Wasser runter. Und so mache ich das jetzt bei jedem Wasserreservoir. Das heißt, ich versuche nicht mehr, das irgendwie zusammenzuführen oder so, sondern ich pumpe die einzeln leer. Man muss halt jedes Mal die Geräte hinstellen, aber das ist eigentlich kein großer Aufwand. Und Ressourcen hat man auch genug. Das ist auch überhaupt kein Problem. So, was haben wir denn hier? Stärke ist ganz nett, dann können sie mehr tragen. Digging und Stärke und Kochen. Gut, Loud Sleeper nehmen wir auf keinen Fall, weil der dann laut schnarcht und alle anderen belästigt. Und das ist gar nicht gut fürs Stresslevel. Mouth Breather hatten wir auch schon wieder. Nee, nee, eher nicht. Decor Expectations sind hier zum Beispiel super nice, aber wir können ihn einfach nicht gebrauchen, der kann nix, also reject. Wir wollen nur Leute, die schon von Beginn an ziemlich gute Stats haben. Jetzt müssen wir ein bisschen länger warten bis zu den nächsten. Aber wir kommen auch so ganz gut klar, also sollte kein Problem darstellen. Also ihr seht, das Stresslevel ist super gut. Solange wir hier nicht rausgehen irgendwo in unbearbeitete Gebiete ohne Böden und Bilder und so weiter, ist das eigentlich überhaupt kein Problem mehr. So, hier steht jetzt schon mal einiges. Power. Das habe ich hier wieder so ein bisschen auseinandergenommen. So. Jetzt passt das auch wieder. Plumbing. Das ist schon angeschlossen, oder? Ne, jetzt ist es angeschlossen. Und hier geht dann das saubere Wasser runter. Dann sollten wir erstmal wieder halbwegs versorgt sein. Die Pumpe hier müssen wir wieder anmachen. Damit wir hier noch... Haben wir denn noch Wasser? Ja, im Moment haben wir sogar noch. Okay. Die Pumpe hier unten läuft auch noch. Dann... Okay. Die pumpt aber nichts mehr. Okidoki. Jetzt geht jetzt langsam aus. Dann schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Das wird sich wahrscheinlich dann irgendwann alles umdrehen. Wir pumpen nämlich jetzt hier wieder Wasser rein. Und von unten kommt es auch hoch. Das heißt, das wird ein ziemliches Durcheinander. Und sowas sorgt dann immer ziemlich schnell für Probleme. Da muss man die Augen offen halten, ob das auch wirklich so funktioniert, wie es soll. Okay. Sieht aber ziemlich gut aus jetzt. Auch von der Energie her. Wir brauchen ziemlich wenig Energie. Das ist natürlich schön für die Leute, dann haben sie weniger zu tun. Können hier so ein bisschen die Sachen einsammeln, die rumliegen. Ganz wichtig auch, dass man das Zeug einsammelt, da wo sie öfter durchgehen. Weil das sieht nicht schön aus. Wenn wir hier auf Dekor gehen, dann seht ihr schon, hier ist alles komplett rot, weil da Dreck rumliegt. Minus 96, nur weil so ein paar Dreckdinger rumliegen. Genau.
echt wichtig, dass man das einsammelt. Natürlich nicht überall, aber überall, wo die Leute öfter durchlaufen. Wenn sie jetzt hier oben öfter arbeiten, dann ist das auch überhaupt nicht gut, weil hier nicht schön mit dem Dekor. Wir sehen ja die Expectations. Wenn einer minus 15 hat, dann ist das schon sehr, sehr gut. Der ist sehr hart im Nehmen. Und das hier sind aber teilweise minus 45, minus 65. Und da kriegen wir ganz schnell schlechte Laune. So, Prioritize. Setzen wir das mal alles auf 6, damit wir das hier schnell machen und die dann schnell wieder rauskommen. Das ist eben ganz wichtig. So, ja, dann lassen wir die erstmal machen. Mal sehen, wie sich das entwickelt. Was ist hier los? Okay, da kommen sie nicht ran. Dann müssen wir erstmal hier ausbaggern. Schauen, dass sie da auch hinkommen. Da fehlen Ressourcen, okay. Ah ja, ich habe das Spiel neu gestartet. Jedes Mal, wenn man neu startet, dann werden andere Ressourcen ausgewählt. Und standardmäßig werden für die meisten Sachen... wird immer Obsidian verwendet, weil es halt die erste Ressource hier ist irgendwie. Man sollte einfach die nehmen, die... wovon man am meisten hat. Bei den Tiles gibt es so teilweise Unterschiede scheinbar. Run Speed und Dekor und so weiter ist alles so ein bisschen theoretisch unterschiedlich. Bei den Effekten steht immer das gleiche da, aber wenn man hier so mit dem Mouse overschaut, dann steht plus 0,2 Dekor zum Beispiel oder 0,1. Das heißt, man könnte jetzt Granit verwenden, wenn man den Boden verlegen möchte, weil das irgendwie so ein bisschen schöner ist scheinbar. Vielleicht wird da noch ein bisschen was geändert. Im Moment macht das halt noch nicht so viel aus, was man da verwendet. So, wir müssen jetzt irgendwo Obsidian auftreiben oder ich muss das abbrechen und neu machen. Und ihr habt schon gesehen, uns gehen die Algen aus, deswegen bohren wir jetzt einfach mal hier rein, holen uns da die ganzen Algen noch raus, killen dieses komische Morbviech. Und ja, vielleicht brauchen wir noch mehr von diesen Distillern. Ich habe jetzt, glaube ich, 4, 5 schon stehen, also 4 auf jeden Fall hier. Ja, ich glaube 4 habe ich stehen. Die arbeiten die ganze Zeit durch, aber erzeugen nicht genug von den Algen, um hier diese 3D-Oxidizer permanent zu betreiben. Also die sind nicht allzu schnell, wie es aussieht. Vielleicht brauchen wir da noch ein paar mehr von. Die sorgen aber für schlechte Luft. Sieht man vor allem hier unten ganz deutlich. Ja. Genau, das ist eigentlich so das, was bei uns läuft. Ich habe auch ganz viel Bleachstone gefunden. Hier ist zum Beispiel jede Menge. Hier ist so ein Vorkommen. Ich glaube, hier unten ist das erste, was wir genutzt haben irgendwo. Oder das war das. Wahrscheinlich war das das hier. Ist immer so ein bisschen schwer. Am Anfang ist man so in diesem kleinen Bereich in der Mitte unterwegs und dann wird es immer mehr nach außen. Also ich denke, das sind die beiden Vorkommen, die wir haben. Die sind irgendwie immer hauptsächlich irgendwo weiter unten. Ja, die habe ich immer nur unter der Base gesehen. Bis jetzt noch nie über der Base. Da ist auch noch ein bisschen Bleachstone. Da auch. Okay. Da auch. Hier, glaube ich, noch nie so recht drauf geachtet. Ja, hier oben gibt es tatsächlich keinen. Aber das ist wahrscheinlich Zufall. Ja. Na gut. Läuft alles ganz gut? 27% Stress. Ich weiß langsam gar nicht mehr, wie ich das überhaupt hinkriege. Super komisch. Läuft aber wirklich schön, obwohl hier überhaupt keine Bilder hängen und so. Also das wäre sowas. Ich werde jetzt wahrscheinlich immer mehr in dieser Seite unterwegs sein, weil das einfach näher an der Base ist. Und da muss ich jetzt für sorgen, dass wir das ein bisschen schöner machen, dass wir da mal Bilder hinhängen und so weiter, damit die Leute zufrieden sind. Und ja, das Hauptproblem ist, glaube ich, ich hatte auch schon 2 von den Paths in der Base. Es gibt so viel zu erzählen. Die sind irgendwie ein bisschen doof. Die steigen immer auf. Also die wandern mit der Zeit einfach in den höchsten Punkt. Und an dem höchsten Punkt hat man halt meistens ziemlich viel Hydrogen. Und dann kommen die irgendwie hier oben hin. Und dann finden die den Weg zurück nicht mehr, wenn sie Luft brauchen. Meistens sind die dann irgendwo hier unterwegs. Gehen dann hier runter. Combat. Okay, die machen das Ding platt. Na los. Macht's weg. Okay, ich glaube, es ist down. Ja, die sind also hier unterwegs, gehen dann immer kurz runter, holen sich so ein bisschen Oxygen und dann steigen sie wieder auf und so. Und irgendwann sterben sie einfach hier oben, weil sie irgendwie nicht rechtzeitig an Sauerstoff kommen oder so. Das Problem habe ich mit dem bis jetzt immer gehabt. Und ist ein bisschen schwer, ich weiß nicht genau, wie das gedacht ist, wie man das machen soll mit denen. Vielleicht muss man die in irgendeine Kammer einsperren und immer mit Sauerstoff versorgen. Aber man will ja eigentlich, dass die nur schlechten, also nur... kontaminierten Sauerstoff atmen. Das heißt, man müsste die zusammen mit den Biodistillern in einen Raum sperren oder so. Und immer aufpassen, dass da genug Oxygen drin ist, dass die nicht ersticken. Also das ist ein bisschen komisch. Das habe ich noch nicht so ganz raus, wie das funktionieren soll mit den Paths.
Ich hoffe, dass da einfach die KI ein bisschen verbessert wird, dass die sich in Bereichen aufhalten, wo halt viel Contaminated Oxygen ist. Und dann können die auch Slime für uns herstellen. Das wäre eigentlich ziemlich cool. Vor allem, weil hier unten noch so viele sind. Wo habe ich die gesehen? Jetzt muss ich die erstmal wiederfinden. Genau, ganz hier unten. Das müssen wir auf jeden Fall aufmachen. Ganz viel Wasser, ganz wichtig für uns. Da ist auch noch ein bisschen Wasser. Hier ist noch ein bisschen Wasser. Also, wir haben eigentlich genug Ressourcen. Sieht's hier aus? Genau, jetzt haben wir auch wieder ein bisschen Algen und können wieder Sauerstoff erzeugen, weil im Moment erzeugen wir nicht genug. Sollte man auch unbedingt drauf achten. Genau. Und die Sachen, die so das Spiel, die Dauer des Spiels so ein bisschen begrenzen, sind, glaube ich, hauptsächlich Chlorin und die Entfernungen. Also, irgendwann muss man so weit weg von der Base, dass die Wege so lang werden, dass man es einfach nicht mehr gescheit schafft. Da muss man dann so weit hier raus, um irgendwelche Ressourcen zu finden, Algen und so. Und Wasser. Vielleicht muss man einfach die Base verlagern. Ich denke, das ist dann die Lösung, dass man einfach alles komplett verlagert, die alte Base aufgibt und eine komplett neue irgendwo aufbaut. In einem Bereich, der noch nicht so ausgemeinert ist wie der hier. Da müssen wir doch mal gucken, wie das wird. Ich bin super gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ja, und das andere Problem, wie gesagt, Chlorin. Irgendwann hat man so viel Chlorin, dass man hier durch die Chlorinschicht nicht mehr durchkommt. Wir müssen ja von ganz oben. Also hier ist unsere Base, ne? Hier ist immer gute Luft, klar. Und hier unten wird es dann schlechter. Normalerweise hätte man hier überall Chlorin und Carbon Dioxide und so. Das haben wir jetzt nicht, weil wir hier ja Electrolyzer stehen haben. Die habe ich extra dahingestellt, damit wir hier unten überhaupt noch hinkommen. Deswegen habe ich den hingestellt und den hier. Da sollte man darauf achten, dass die immer. Ja, hier müsste irgendwo schon wieder einer dazwischen. Das ist so weit runter. Das ist alles Chlorin. Das heißt, die kriegen hier keine Luft. Und der Weg ist einfach zu weit. Gut, hier ist noch ein bisschen Oxygen. Aber ab hier ist dann keiner mehr. Und da passieren schnell Unfälle. Weil wenn hier unten irgendwas ist, dann sind die sofort tot, weil sie sowieso schon auf halb Sauerstoff sind oder so. Schon die ganze Zeit die Luft anhalten. Das ist also super gefährlich. Und da muss man halt darauf achten, dass man hier dann irgendwo so ein Deox. Wie heißen die Dinger? Electrolyzer hier irgendwo mit reinstellt. Zum Beispiel hier unten noch irgendwo auf halber Höhe so ein Electrolyzer drin stehen hat und für Sauerstoff sorgt, damit die auf keinen Fall ersticken. Da muss man wirklich aufpassen. Das ist mir schon öfter passiert. Hier ist auch ziemlich schlimm. Den können wir wieder anmachen hier. Also wir sehen, da sammelt sich schon wieder CO2 an. Jetzt brauchen wir wieder den Air Scrubber. Das müssen wir auch alles hier verbinden, damit wir das CO2 alles in eine Kammer bekommen und es dann durch so einen Air Scrubber bearbeiten können. Ansonsten verteilt sich das alles in diversen Kammern hier. Das wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen, dass das Chlorin darunter sinkt. Das ist ganz wichtig, dass das Chlorin hier unten bleibt, sonst haben wir das irgendwo hier oben. Das wollen wir auch nicht. Und ja, um diese beiden Gase hier irgendwo unten zu sammeln, ist es ganz wichtig, dass man hier unten alles ausbaggert und somit dafür sorgt, dass die Gase eben absinken und man hier oben frische Luft hat. Super, super wichtig. Wir haben ja auch teilweise noch ein bisschen Chlorin, glaube ich, mit drin. Ich hatte vorher hier unten in der Base überall Chlorin. Das scheint jetzt aber komplett abgesunken zu sein. Das ist alles Contaminated Oxygen. Wäre auch cool, wenn man das auseinanderhalten könnte. Ich kann das nicht wirklich auseinanderhalten. Es sieht fast gleich aus. Also hier haben wir jetzt zum Beispiel überall Chlorin mit drin. Macht Sinn, diese Chlorinkammern zu umgehen, weil die wahrscheinlich, wie gesagt, auf Dauer das Ende der Kolonie bedeuten werden. Weil einfach die Chlorinschicht zu dick wird. Man kann das nicht bearbeiten, das Zeug. Kann nichts damit machen. Na gut. Das ist auf jeden Fall die neue kleine. Ja, der neue kleine Bienenstock, nenne ich das Ding jetzt mal. Hat super Spaß gemacht, das aufzubauen. Und ich bin gespannt, wie das weitergeht. Wir sind jetzt bei Cycle 167. Ich denke, da gibt es erstmal keine Begrenzung. Da wird es noch ein ganzes Weilchen weitergehen, bis uns hier überhaupt die Ressourcen ausgehen. Und es läuft wirklich gut. Ich denke, ich werde mal wieder 18 Leute holen. Das ist so eine ganz gute Zahl für einen Moment. Hier gibt es unglaublich viel zu tun. Wir brauchen einen Koch, der fast durchgehend arbeitet hier mit Ernten und Kochen. Wir brauchen die 4 Mann, die hier Energie erzeugen. Wir brauchen jemanden, der hier alle Geräte versorgt. Also, wenn hier irgendwann mal der Stresslevel steigt, dann lasse ich die einfach machen, was sie wollen. Dann gehen sie alle nach Hause und kümmern sich hier um solche Sachen. Und dann geht es ihnen auch gleich wieder besser, weil es hier natürlich so immer überall richtig schön ist und gemütlich und da sind sie zufrieden. Okay, das war's aber jetzt erstmal für diese Episode. Ich denke, da wird noch mindestens eine folgen. Und ja, ich wollte euch einfach nochmal so ein bisschen das Endgame zeigen. Ich wollte nicht komplett neu starten. Weil das habt ihr ja im Prinzip alles schon gesehen. Dann habe ich hier einfach nochmal alles aufgebaut, bis
Cycle 160, damit ihr hier was zu sehen bekommt. Okay, ich hoffe natürlich, euch hat's gefallen. Hat ziemlich lange gedauert, das hier alles aufzubauen, aber mir hat's wie gesagt Spaß gemacht. Wenn's euch gefallen hat, lasst mir doch ein Like da, ich würde mich freuen. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!